keiner drin, oder? Nein, noch nicht. Hey! Ja, den kommt keiner dran. Also, jetzt ja. Kriegst du ihn. Jetzt kriegst du ihn. Wow. So, bau dich ein, die ihr drin habt. Jetzt feiern. 75 Jahre 1. FC Köln. Neben mir am Kickertisch stehen zwei Menschen, die Teil der Legende sind. Eigentlich brauchen sie keine Vorstellung. Ich stelle sie trotzdem der Höflichkeit halber vor. Wolfgang Overath, Weltmeister von 74 und Toni Schumacher, Europameister von 80. Und die wichtigste Frage zuerst, Sie stehen zwar jetzt schon am Tisch, aber wer spielt rot? Wolfgang, weil ich immer im Blau gespielt habe. Sie waren ja auch mal bei Schalke. Nein, mein Torwarttrikot, mein Lieblingstrikot war immer blau. Deshalb. Alles klar, verstehe. Ja, dann legen wir mal los. Okay. Sind Sie gut im Kicker? Nein. Rein damit. Und dann schauen wir mal. Der FC wird 75. Sensationell. Ich glaube, der ist auf deiner Seite. Wer hat jetzt das Tor geschossen? Wolfgang. Was? Ich glaube, der liegt... Hier liegt gar nichts. Nee, Moment. Hier auch nicht, nee. Feierabend. Hier ja, liegt man. Super. Pass auf. Also der FC, der FC mit 75 hat er zwei Bälle reingeschmissen. Sie haben ja eine Zeit lang auch zusammen beim FC gespielt. Ja, Herr Overath, woran erinnern Sie sich an die gemeinsame Zeit mit dem Herrn Schumacher? Der FC hat in seiner ganzen Karriere, in seiner ganzen Zeit, Torwart nicht mehr gehabt wie... 1-1 und 2-1. Nicht mehr gehabt, war... Jemand, der mit Leib und Seele dabei war, sein eigenes Leben immer mit eingesetzt hat, keine Angst hatte, den 16er gut immer im Griff hatte. Manchmal war die Entfernung sehr groß, aber er war dann immer draußen. Ja, und er ist ein feiner Junge. Und wie erinnern Sie sich an den Herrn Overath? Ich meine, er war ja da schon etabliert, als Sie zum FC kamen. Als ich zum FC kam, war Wolfgang Overath schon eine Legende und am besten kann man das, glaube ich, beschreiben, wenn man sagt, wir waren alle ein Orchester und der Wolfgang war der Dirigent und hat, solange er gespielt hat, immer den Takt vorgegeben, immer die Richtung vorgegeben und auch menschlich ein tolles Vorbild. Ich gebe den Ball mal wieder rein, weil ich sehe schon, Sie sind nervös und wollen weiterspielen. Nervös, ja. Vielleicht reden wir über Ihre großen Titel international, Herr Overath. Weltmeisterschaft 74 im eigenen Lande. Mehr geht doch für einen Fußballer nicht, oder? Weiß ich nicht, ob mehr geht, aber für mich war es genug. Wie haben Sie das erlebt damals? Ich habe eben zwei WMs vorher gespielt. Noch wieder in den Pfosten! Und... scheint nicht mein Spiel. Nee, meins auch nicht. Ist auch schwer, sich zu konzentrieren, dabei ein Interview zu führen, ne? Hab drei WMs gespielt und natürlich war die Deutsche oder die WM in Deutschland der Höhepunkt. Und ich kannte das Ganze natürlich ein bisschen, WM-Veranstaltungen. Aber dass man eben Erster werden kann oder will, das ist auch ganz normal, ja. Die EM 80. Nicht im eigenen Land, nicht aber jetzt kommt die nächste. Italien ist auch schön. Ja. Sie haben mit einem gebrochenen Mittelhandknochen gespielt, kann das sein? Wie kommt man denn auf die Idee, im Finale als Torwart mit einer gebrochenen Hand ins Tor zu gehen? Also ist, für mich das Wichtigste bei dieser EM war, dass ich hatte, glaube ich, nur 5 Spiele vorher. Und davon, glaube ich, 3 halbe oder 4 halbe, ein ganzes Spiel und bin damit zur Europameisterschaft als erster Torwart mitgefahren. Und im Abschlusstraining habe ich mich halt hier verletzt. Und das war sehr schmerzhaft, aber ich hatte ja noch eine Möglichkeit, und zwar am Spieltag beim Warmmachen, ob das funktionieren würde. Ich habe mich dann spritzen lassen und Bandage machen lassen und dann hat sich dann beim Warmmachen hat gezeigt, dass es doch kein so großes Handicap ist. Und deshalb habe ich gesagt, okay, dann gehe ich das Risiko ein, weil es hat funktioniert und deshalb habe ich dann mit gebrochener Mittelhand gespielt. Der Erfolg gibt recht. Alles hat sich gelohnt. Ja. Ganz genau. Zusammen sind das hier über 800 Bundesligaspiele für den FC hier am Kickertisch. Es war eine enorm erfolgreiche Zeit mit Ihnen. Wann wird der FC wieder erfolgreich, so erfolgreich sein und was muss ich tun? Ich habe es eben schon im Interview gesagt, es wäre sicherlich überlegenswert zu sagen, passen Sie auf, wir müssen uns strategische Partner reinholen, damit wir auch also Finanziers dahinter stehen haben. Es wird sicherlich wichtig sein, mal darüber nachzudenken, ob man ein eigenes Stadion hat,
weil das ist ja doch eine große Summe, die wir jedes Jahr dann an Miete bezahlen müssen. Also das sind Dinge, aber das muss der Vorstand jetzt selber wissen, wie er sich ausrichtet oder der Vorstand, der danach kommt. Ich denke, dass wenn da nichts passiert, der 1. FC Köln mittelfristig nicht schaffen wird, dann die permanent in der ersten Hälfte der Bundesliga zu spielen. Herr Overath, was meinen Sie, was muss der FC tun, um wieder dahin zu kommen, wo er mal war? Im Fußball ist fast alles möglich. Zurzeit zeigt das Union Berlin, wie man vielleicht oben mitschwingen kann. Und der FC hat im Moment einen überragenden Trainer. Sie haben gute junge Spieler. Man hofft, dass es weiter nach vorne geht. Wann es dann für ganz vorne reichen wird, das ist heute so einfach nicht zu beantworten. Dann vielleicht noch zum Abschluss an Sie noch eine Frage noch an Sie. Ich fange mit Ihnen an, Herr Schumacher. Wir haben ja im nächsten Jahr eine EM in Deutschland. Mhm. Und Sie sind EM-Botschafter, ja. Offizieller für die Stadt Köln. Große Ehre? Große Ehre, sehr große Ehre. Verantwortlichen haben mich gefragt, ob ich dazu zur Verfügung stelle. Ich mache das sehr, sehr, sehr gerne und nehme die Sache auch sehr, sehr ernst. Bin fast bei jedem Termin mit dabei. Und ich hatte nie die Chance, mal so ein EM oder WM im eigenen Lande zu spielen. Es muss was nochmal eine Motivation obendrauf sein für einen Spieler, der dann hier in Deutschland spielt. Und wir wollen dafür sorgen, dass, aber das ist in Köln natürlich auch nicht ganz so schwer, dass wir ein Riesenfest hier machen für die Fans und für den ganzen Fußball. Wir kennen das ja auch. Ich bin ja unter anderem auch Botschafter vom Frauenfinale hier in Köln. Also wir werden alles auf den Kopf stellen, damit wir hier eine große Party feiern können. Herr Overath, ich habe im Internet gelesen, dass es einen brasilianischen Fußballer gibt, der mit Vornamen Overath, Breitner, ich glaube da Silva, noch irgendwas heißt. Haben Sie den schon mal getroffen? Kenne ihn nicht. Er ist nach Ihnen und Paul Breitner benannt worden. Es ist ja schön, dass er das gemacht hat. Sein Vater, glaube ich, hat das gemacht. Ich habe das auch irgendwo gehört. Aber ich weiß nicht, wie gut oder ob er spielt irgendwo, kann das nicht sagen. Was soll ich weiter dazu sagen? Dann würde ich sagen, spielen wir noch einen Punkt aus. Und das ganze Interview mit Wolfgang Overath und Toni Schumacher lesen Sie dann auf ksda.de. Hau rein, Wolfgang. Hau rein. Das ist auch nicht mein. Das ist auch nicht mein Spiel. Oh. Angeber. Tschüss. So.